Hi Gudubi und willkommen zurück, heute mit einer Reaction auf Ulti, der erzählt uns was über die Mobile Games von Nintendo. Es war eine düstere Ära, in der die Verkaufszahlen von 3DS und vor allen Dingen Wii U nicht so waren, wie sich das Nintendo gerne vorgestellt hätte und man ein bisschen überlegen musste, was man noch tun kann, um ja, nicht abzusacken. Es hätte ja so kommen können, dass in der Zukunft die Nintendo-Konsolen gar nicht mehr ankommen. Man hat also ein neues Standbein gesucht, das inzwischen auch wieder obsolet wurde. Oder egal ist, oder was sie weggeschmissen haben erneut. Aber damals haben sie es mal gehabt. Ich meine, sie könnten theoretisch zurückkehren, aber es war wirklich eine Zeit, wo wir dachten, das ist wohl die Zukunft, ne? Nintendo muss diesen Weg wohl gehen. Ich habe immer gesagt, Nintendo soll ein eigenes Phone rausbringen, dass die Nintendo-Spiele nicht auf iPhone oder Android laufen, sondern dass die ganzen Leute das Nintendo-Phone kaufen müssen für die Mobile-Games. Hat Nintendo aber nicht gemacht, ne? Gott sei Dank haben sich mit der Switch ja tatsächlich wieder selbst einen Namen machen können und haben damit darauf verzichten müssen. Ja, mit einigen Spielen haben sie richtig Asche gemacht. Hören wir mal, was Ulti dazu sagt. Googeln wir mal. Mobile scheint etwas zu sein, was seltsamerweise... Nintendo auf Mobile scheint etwas zu sein, was seltsamerweise irgendwie nicht funktioniert. Sie waren für die Casual-Spielerschaft da, bevor es Smartphones überhaupt gab und jetzt, wo es sie gibt, haben sie den Sprung irgendwie verpennt. Es hat super lange gedauert, bis Nintendo überhaupt Mobile-Games gemacht hat und als sie welche gemacht haben, kam quasi ein Fehlschlag nach dem nächsten. Ich will mir heute aber nochmal alle Games anschauen, die Nintendo jemals für die Smartphones veröffentlicht hat und schauen, welche wirklich gut sind und welche den Status für Fehlschlag eventuell verdient haben. Ja. Los geht's. Also ich würde das ungern so verallgemeinern. Also finanziell haben die richtig viel eingespielt. Fire Emblem und ich glaube Fire Emblem sogar am meisten. Ne? Und das aufgrund der Mini-Transaktionen. Die waren richtig ertragreich. Bei Mario Run sah die Sache ein bisschen anders aus. Da wurden sie missverstanden. Okay, beginnen wir mit Miitomo. Oh Gott, das war auf jeden Fall ein Fehlschlag. Das sag ich dir. Ich glaube, man muss sich nochmal vor Augen führen, wie negativ Nintendo gegenüber dem Mobile-Markt eingestellt war. Heutzutage wirft der Mobile-Game-Markt im Vergleich zur Konsole und PC die mit Abstand meisten Gewinne ab und das hat sich bereits in den 2010er Jahren abgezeichnet. Dennoch meinte Iwata in Bezug darauf 2013, dass man keinen Markt betritt, nur um schnell Profite zu schlagen. Nintendo würde aufhören, Gut formuliert, ne? Er hat's ja nicht ausgeschlossen. Zu sein, wenn sie das täten. Etwas dramatisch eventuell, aber immerhin... Aber sie haben es dann nur mit voller Motivation und einem Plan gemacht und unter Beibehaltung Nintendo zu sein. Erst dann haben sie sich damit befasst. 2013, da müsste ja dann irgendwann mal bald die Direct kommen, wo ich, wir reacten auf die alten Directs, sind immer noch 2012 gefangen. Ein Mann mit Prinzipien. Aber das Witzige ist, da unten links steht... Die Quellenangabe, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ganz winzig hier unter meiner Leiste. IGN Artikel 2011. Nintendo Smartphones, Iwata says absolutely not. Auch Reggie, damaliger Präsident von Nintendo of America, meinte, dass Nintendo-Franchises exklusiv auf Nintendo-Konsolen verfügbar sein sollen, da das quasi das Kaufargument für besagte Konsolen ist. Leider hat sich Ja, kann man auch auslegen, den Satz, ne? Also keine anderen Konsolen. Natürlich meint er in erster Linie PlayStation, Xbox und PC. Und Philips CDI tut noch ein bisschen weh, denke ich manchmal. Aber die sehen das Smartphone eher so als eine ziemlich unparteiische Plattform. So habe ich es wahrgenommen. Besagte Konsole kein Schwanz gekauft und Nintendo musste einlenken. Sie haben eine neue Strategie entwickelt, um wieder profitabel zu werden. In dieser Strategie enthalten unter anderem das Konzept der Nintendo Switch und der Einstieg in den Mobile-Markt. Sie wollten aber nicht irgendwie Spiele fürs Handy entwickeln. Es war wichtig, ihre Werte einzuhalten. Kein Scam und keine billigen Games, damit die IPs von Nintendo nicht darunter leiden. Ob der Plan von Nintendo hingehauen hat, gucken wir jetzt mal. Ja. Nee. Das erste Mobile-Game von Nintendo. Direkt offline genommen. Da hat uns Nintendo, YouTuber und Fachleute immer wieder eingeladen. Wir sollten nur für dieses Spiel immer nach Frankfurt kommen. Für mich kein Problem. Aber die mussten Leute aus Berlin, den Marcel Luxer Klink, mit dem Flugzeug anreisen lassen, nur um ein bisschen Miitomo zu spielen, was kaum ein Spiel ist. Du kannst da irgendwie so Fragen beantworten. Ja, komm, wir sehen's ja. Nintendo war Miitomo. Weniger ein Spiel, sondern eher eine soziale App, in der es darum ging, mit seinen Freunden zu interagieren. Eigentlich eine coole Idee für den Einstieg. Würde ich bei Nintendo arbeiten, hätte ich sowas
sowas wie den Picto-Chat auf dem DS designt und boom, Banger-App. Leider fragt mich niemand und wir haben stattdessen Miitomo bekommen. Der Sinn der App bestand darin, dass man einen Mii erstellt, seine Freunde addet und Fragen beantwortet. Anschließend kann man durchscrollen und sehen, wie deine Freunde diverse Fragen beantwortet haben, was ein spaßiges Konzept ist, da man entweder lustige Sachen zu lesen bekommt oder tatsächlich mehr von seinen Freunden erfährt. Die Kommentarsektion war immer mein Highlight, da man hier die ganzen Mies der Leute aufgelistet bekommt mit Emoticons passend zum Kommentar. Es sollte einen Messenger geben, der so designt ist. Leider Gottes war das auch alles, was man hier machen kann. Es gab auch ein Minigame, mit dem man sich Kleidungsstücke für sein Mii verdienen konnte, aber das hat beim besten Willen nicht ausgereicht, um einen bei der App zu halten. Das Konzept wurde relativ schnell langweilig und dementsprechend schnell ist auch die App wieder gestorben. Als erste App aber noch okay, würde ich sagen. Ich würde dem Ganzen eine 5 von 10 geben. Super Mario Run ist das erste, was man wirklich als Spiel bezeichnen kann. Die größte Marke von Nintendo, jeder war gespannt. Sie wurden vom Internet hingerichtet. Der Spaß kostet 10 Euro, man kann zwar die ersten 4 Level umsonst spielen, aber weiter geht's nicht, ohne das Geld zu bezahlen. Den damaligen Aufschrei kann ich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich verstehen. Die Leute haben so getan, als wäre Nintendo der Teufel höchstpersönlich. Aber ja, ein 10er ist schon tough. Das Spiel ist ein Autorunner, heißt Mario läuft von alleine und man muss durch das Tippen auf dem Screen die Moves ausführen, die man von Die Leute haben es nicht verstanden, das regt mich immer noch auf. Die konnten die Level anspielen. Manche dachten, es wäre kostenlos und es wäre eine Abo-Falle. Die nächsten paar Level kosten 10 Euro. Nein, es hätte eine bessere Botschaft geben müssen. Dieses Spiel kostet 10 Euro. Du kannst ein paar Level Probe spielen, wenn du es dann kaufen möchtest. Viele hatten halt Angst, dass wenn du dir jetzt 10 Euro bezahlst, und du kriegst nur 2 Level oder so. Und dann musst du wieder 5 oder sogar 20 Euro bezahlen. Weiß der Teufel. Ist ja alles Quatsch. Das wurde nicht richtig kommuniziert. Die Smartphone-Gamer waren halt größtenteils anderes gewohnt, ne? Immer wieder ein kleines bisschen, so ein paar Diamanten auszugeben, ne? So eine Zwischenwährung, damit es auch nicht so viel Geld aussieht. Ach, Mario kennt, also Sprung, Drehsprung, Wandsprung. Aber Spiel an sich war lustig. Also war New Super Mario Bros. U Optik und Autoscroller und der hat eigentlich Spaß gemacht. So Münzen sammeln. Okay, war ein bisschen lästig, wenn du die richtigen Münzen versemmelt hast, aber es war echt, es war nett. Sprung und so weiter. Es ist nett, aber hätte diese App keinen Mario-Skin, gibt es auch andere Autorunner im App Store, die mindestens genauso viel Spaß machen und keine 10 Euro kosten. Das glaube ich. Es ist halt so ein bisschen whatever. Ich gebe dem Ganzen auch eine 5 von 10. Boah, also Miitomo und Mario Run auf dieselbe Ebene zu setzen, hätte ich nicht gemacht. Ich würde Miitomo eine 2 von 10 geben und Mario Run eine 7 von 10. Was zur Hölle. Die anderen habe ich nicht richtig gespielt. Animal Crossing, das hat auch das auf Mikrotransaktionen gesetzt und die haben sich eine goldene Nase verdient. Also Animal Crossing und Fire Emblem war es. Die Umsätze, ich hoffe, das bringt die ein hier ins Video. Ein Animal Crossing-Spiel ist wohl der größte No-Brainer, da die Spielerschaft am ehesten die Leute sind, die keine krassen Konsolen besitzen. Ich glaube, ich muss hier eh mal eine Lanze für Pocket Camp brechen, denn das Spiel macht viele Sachen gut und manche Sachen sogar besser als New Horizons, wie ich finde. Man hat hier einen eigenen Campingplatz und kann diesen frei customizen und Einwohner einladen, quasi also wie deine Insel New Horizons, nur um einiges kleiner. Es gibt unzählige coole Möbel in dem Spiel, unzählige coole Outfits und eventuell sogar coolere als im Hauptgame. Eine Sache, die ich an dem Spiel sehr zu schätzen weiß, sind die vielen Events, die es hier gibt. Es ist eigentlich immer was los. Es kommt in dem Spiel wirklich dieser Vibe eines Campingplatzes auf, da die Bewohner bzw. Gäste auf dem Platz immer durchwechseln und man immer neue Gesichter sieht, mit denen man interagieren kann. Der wirklich große Negativpunkt kommt für mich in Form der Blood Bonds, die Ingame-Währung. Erstmal sei erwähnt, dass man diese auch bekommen kann, ohne Echtgeld zu bezahlen, sei es durch gewisse Aufgaben im Spiel. Jetzt, wo das gesagt wurde, manche Sachen sind so teuer und man kann diese nur mit Bloodborns kaufen. Ich will Kofis Braustand unbedingt haben. Viele Quality of Life Items, die den Spielfortschritt um ein Vielfaches verschnellern, wie Fischernetze, die direkt 10 Fische auf einmal fangen, lassen sich auch nur mit diesen Bonds kaufen, was einfach miese Brise ist. Ich mag das Gefühl nicht, wenn ein Spiel extra umständlich gemacht wird, um ein Argument für Echtgeldkäufe zu haben, aber das Spiel ist free to play, beziehungsweise free to start, wie die es selber bezeichnen, und irgendwie muss man sich ja finanzieren. 7 von 10 ist okay, würde ich sagen. Ja gut, habe ich ja nicht selbst gespielt, aber das hat mehr Geld abgeworfen, als man glaubt. Ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber es geht schon in, ich glaube, hunderte Millionen.
Fire Emblem Heroes ist das einzige Spiel in diesem Video, das ich wirklich mal aktiv gespielt habe. Ich mag Fire Emblem und es ist das perfekte Genre an Videospielen, um es easy für Smartphones rauszubringen. Nicht? Und das denkt sich auch wohl Nintendo, weil holy shit, bringt das Spiel viel... Ah, guck mal, da steht, wie viel Geld es gebracht hat. Aha, aha. Wir sehen Mario Run. Pocket Camp, 282 Millionen. Und der Fire Emblem Heroes sogar 1 Billion. So viel gaben Spieler weltweit für das Nintendo Mobile Game aus. So. Das Spiel hat nicht annähernd so viel gekostet. Jetzt überlegt mal. Nintendo bietet diesen coolen Move an und wird bestraft und bietet das an und die Leute... Geld ein. Es ist ein Gacha-Game, heißt, man zieht random Charaktere und diese kann man auch für echt Geld ziehen, ist aber kein Muss. Ich persönlich finde es etwas subtiler als bei Animal Crossing und das Spiel an sich macht einfach Spaß. Man kann es easy rausholen während einer Busfahrt oder so und spielen. 8 von 10, sag ich. Nie gespielt. Das Geld hat geschmeckt und so hat Nintendo noch ein Gacha-Game rausgebracht namens Dragalia Lost, was wohl niemand von euch kennen wird, da es nie in Deutschland erschienen ist. Es ist seit 2022 auch wieder tot, deswegen müssen wir nicht lange darüber reden, aber es hat in dieser Zeitspanne dennoch mehr Geld eingenommen als Mario Bros. Run. Gacha-Games sind wirklich ein Money-Glitch. Das ist Mario Run. Ja, das Dr. Mario World ist, glaube ich, das perfekte Mobile-Game, da Dr. Mario für den NES vom Prinzip her quasi schon ein Mobile-Game war. Was NES? Es ist das Candy Crush der Antike. Puzzle-Action fürs Handy kann quasi nur funktionieren. Es hat nicht funktioniert. Nintendo hat Dr. Mario World knapp 2 Jahre nach Release wieder offline genommen, ohne irgendeinen Grund zu nennen, lol. Das habe ich aber... Habe ich einen letzten Test gemacht, oder? Schauen wir doch mal nach. Willkommen zu Let's Play Luigi Dr. Mario World. Let's Play Markus. Let's Test 253, jawohl. Nach fast einem halben Jahr ist hiermit die Let's Test-Rubrik wieder da. Willkommen zurück. Eins der wenigen Let's Tests mit Facecam. Technische Probleme, ich hasse mein Leben. Ihr seht, bei diesem Let's Test läuft alles nach Plan. Und alle zu killen... Also ich bin ja eh schon kein großer Dr. Mario-Fan, aber... Tägliches Geschenk, 50 Münzen, das nehmen wir direkt, ne? Also geschenkt. So, 150 Diamanten kostet 10,99. Die will ich sofort haben. So, da habt ihr die Preise. Ich weiß noch nicht, wofür die eigentlich sind. Kannst Dr. Mario auf NES spielen oder auf dem Gameboy? Komm ich auf die 0 Punkte? Ach, da gab es so viele Charaktere. Es gab ja Dr. Goomba-Turm und sowas. Und wohlgemerkt, der Kollege da hat 20 Kilo mehr drauf. Der offensichtliche Grund ist aber wohl, dass sich niemand das Spiel gegönnt hat, was irgendwie schade ist, weil ich finde, dass es das, was es machen will, eigentlich ganz gut gemacht hat. Einfach ein süßes kleines Puzzle-Game, wie es Dr. Mario sowieso immer schon war. Ist aber wie auch sowieso nicht so, als schon immer nicht mir mochte. Das Spiel auf irgendeine Meine Art und Weise wichtig. Rest in peace. Oh Gott, Pikmin Bloom? Das Konzept von Pikmin Bloom ist eigentlich ganz interessant. Es ist weniger ein Spiel, ist ja fast durch. Sondern eher ein Schrittzähler, der jedoch viel süßer und spaßiger gestaltet ist. Ach, der nimmt Pokémon Go nicht rein. Ja, Pokémon Go ist ja sehr viel. Also das, der Umsatz ist ja Wahnsinn. Aber Nintendo kriegt da nur einen kleinen Bruchteil davon. Weil das ist Niantic gewesen und Pokémon Company und so weiter. Aber Pikmin Bloom hat dasselbe Konzept. Also wenn ich rausgehen würde, wenn ich jeden Tag irgendwie zur Arbeit müsste oder so, ja, dann würde ich Pokémon Go spielen. Aber wenn es Pokémon Go nicht gäbe, würde ich Pikmin Bloom spielen und dann meine Blumen hinterlassen, wo ich war. Als dein durchschnittlicher Schritt. Hat Miyamoto oft angeworben. Pikmin Bloom ist danach designt, dass man gewisse Sachen freischaltet, wenn man sich im Real Life bewegt, seien es neue Pikmin oder Items, die man unterwegs finden kann. Man könnte es mit Pokémon Go vergleichen, aber das hier ist eher etwas, was man passiv nebenbei macht und am Ende des Tages checkt, wie viele Schritte man gegangen ist und was man dadurch freigeschaltet hat. Ganz cute finde ich, dass man am Ende eines jeden Tages eine kleine Bewertung abgeben kann, wie der Tag denn so war und einen kleinen Text dazu schreiben kann. Quasi wie eine Art Tagebuch. Ja, ich cool. Find's wirklich süß. Natürlich ist es nicht so aufregend wie ein richtiges Spiel, aber diese App will auch nicht mehr sein als das, was sie ist. Ein Schrittzähler mit ein paar spielerischen Features. Wirklich cool. Ich hätte gedacht, Mario Kart Tour kam vorher.
Einfach, ich mache das gar nicht in der Reihenfolge. Oder ich irre mich. Mario Kart Tour ist wohl das Spiel, was am meisten Wellen bei Hardcore-Nintendo-Fans geschlagen hat. Und das liegt wohl daran, wie unfassbar viel Content dieses Spiel bekommen hat. Es gibt 103 Strecken und wenn man die verschiedenen Varianten jeder Strecke dazu zählt, gibt es sogar 541. Unter diesen Varianten zählen unter anderem die Reverse-Strecken, wo man dieselben Und trotzdem habe ich in den 50 Let's Play Parts gefühlt dieselben drei Strecken immer und immer wieder gespielt. Ja, musst jahrelang dranbleiben und hast sie nicht gesehen. Strecken nochmal andersrum abfährt. Es fühlt sich auf so vielen Ebenen falsch an. Steuern tut sich das Ganze erschreckend gut. Das Kart fährt von alleine und man selbst konzentriert sich voll und ganz aufs Lenken und Items schießen, einfach mit dem Finger. Abgesehen davon gibt es hier, genauso wie bei Animal Crossing, quasi durchgängig Events und Sachen, die abgehen, die ich mir teilweise wirklich auch im Hauptspiel gewünscht hätte. Natürlich ist es bei... Diese Punktzahlen holen, das war diese Combo. Das wird es im nächsten Mario Kart geben, das glaube ich schon. Hier, Combo 20, 2800 Punkte, ihr seht, was da ist, ne? Und ja, auch Events, so Sachen, das kann auf jeden Fall sich sehen lassen. Bei einem Mobile-Game wichtiger, die Leute am Ball zu halten. Unglaublich viele Kostüme. Schadet auch auf der Konsole. Aber die Steuerung fand ich persönlich ungenau. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass man die ganzen Stadtstrecken halt auch auf einer Konsole in Mario Kart 8 spielen könnte. Deswegen hat man für mich mal eben den Booster-Streckenpass gemacht. Nicht. Eine Core-Mechanik in Mario Kart Tour war es sehr lange, seine Charaktere und Karts durch Gacha freizuschalten, ergo durch Gambling, wie auch schon in Fire Emblem Heroes. Das wurde allerdings nach ein paar Jahren wieder entfernt, was ein sehr starker Move ist, da ich mir vorstellen kann, dass gerade dieses Spiel hier viele Kinder spielen. Alles in einem ist Mario Kart Tour Mario Kart fürs Handy und besser hätte man es wohl nicht machen können. Wenn man das Bedürfnis hat, Mario Kart auf dem Handy spielen zu müssen, wird man hier bedient, auch wenn ich dieses Bedürfnis noch nie in meinem Leben hatte. Ja. Als Fazit kann man, denke ich, sagen, dass die Mobile Games von Nintendo voll okay sind. Das Problem ist wohl, dass nichts ultra krasses dabei ist, was jetzt irgendwie heraussticht oder süchtig macht. Es ist halt alles ganz gut und mehr nicht. Vielleicht knacken sie die Formel ja noch. Nee, die konzentrieren sich da nicht. Ich bin im Laufe des Videos hier krank geworden, kommentiert nichts über meine Stimme, ignoriert es, klickt lieber auf das Video hier von Firebro. Ich wurde hier auf offener Straße zusammengeschlagen, ist sehr cool geworden. Ja, ansonsten noch einen Tag, haut rein und ciao. Mir ist an deiner Stimme nichts aufgefallen, Uldi. Okay, ja. Meint ihr, Nintendo wird sich nochmal darum kümmern? Pokémon Schwarz? Okay. Ja, das ist Mario One, das regt mich immer noch auf, ja. Wenn wir jetzt, pass mal auf, Mario Run, LP Markus, Bewertungen, habe ich ein Rage-Video gemacht, oder? Ja, Mario Run, schlechte Bewertung an die Leute, die Mario Run, schlechte Bewertung reindrücken. Ich wünsche euch einen wunderschönen... Abzocke, ja, ohne Geld kommt man nicht weiter, man wird gezwungen zu bezahlen, sonst kannst du nach dem ersten Level schon nichts mehr machen. Good morning! Ja, das kostet ja auch 10 Euro. Ich fühle mich verarscht. Ich habe versucht, mich wieder anzumelden, jetzt wieder zurückgesetzt habe. Jetzt kann ich nicht mehr drauf zugreifen. Auf gut Deutsch, 11 Euro umsonst ausgegeben. Achso, ja, das kann ich nicht beurteilen. Das klingt plausibel. Aber Leute, die sich so aufregen, ne, das ist, da sind wir das durchgegangen. Wer Bock hat, ne? So, endlich habe ich ein Spiel gefunden, das mir gefällt. Aber ich will kein Geld, keine 10 Euro für ausgeben. Dann gib halt 50 aus für die Wii. Na gut, meine Damen und Herren, jetzt habe ich den Ulti weggemacht, ne? Wo war er denn? Nintendo. Gutes Video, definitiv. Ich würde mal sagen, ich tippe, das bleibt's, aber stellt euch vor, die nächste Konsole wird's nicht. Stellt euch vor, die nächste Nintendo-Konsole floppt wieder und dann müssen sie wieder in die Mobile Games zurückkehren. Vielleicht kommt das irgendwann. Aber vielleicht war es auch eine einmalige Ära von Nintendo. Was glaubt ihr? Schreibt's in die Kommentare. Daumen nach oben würde mich freuen. Schaut bei Ulti vorbei. Gute.